Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und wieder mit dabei ist der Sergeant Möller. Ein freundliches Salut wünsche ich euch. Der Gabax. Yo, hallo Leute. Und der Revano. Yeah, jetzt Metzel. Und gleich am Anfang, schaut mal bei den ganzen Kanälen vorbei, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach draufklicken. Genau, also einfach Onkels Video wegklicken und... Ja, wenn ihr gerade bei Gabax seid und so, dann könnt ihr ja auch seine Videos wegklicken, zum Beispiel. Ja, wir sind jetzt hier beim Boss angelangt. Und es geht jetzt ab und wir springen jetzt mal hier raus und legen uns mit dem Assi an. Ich bin doch der Boss, an dem müsste der gegen mich kämpfen. Ja, komm mal. Genau. Machen wir ein Duell gegen mich. Ich bin der Psycho. Zeit für ein... Oh. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Burn, Baby, burn! I feel good! Na, 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 na! Okay, und los geht's! Flint, ey, was für ein Name! Ja. Alter! Alter, ich hab den erstmal übelste Granaten reingepoppert. Und der hat überhaupt nichts gemerkt. Der ganz oben drauf, oder wo? Nee, das der ist runtergesprungen. Da. Ja, oh, Gabax ist... Sniper oben ist. Haha, ich brenne! Ja, dann spring rund. Der Flint hält echt aus. Ja, ich werde jetzt mal meinen verburnt. Ultrafeed. Oh nein! Was ist denn? Hab ich Auto. Alter, warum treffe ich mit dieser scheiß Waffe nix? Dankeschön. Also, die dreckigen Bananenbauern... Ey, die kommen hier aus diesen scheiß Röhren rausgesprungen. Was geht? Dr. Röhrig? Hallo? Hallo? Achso, alle tot. Alter. Okay, Alter, Schüler, wir alle tot. Alter. Keiner, der mehr lebt? Nein. Ich lebe gleich wieder. Guck mal, mein Roboter, der legt sich ganz schön an mit dem Vieh. Ja, ja, der nimmt den gar nicht wahr. Ist voll da. Geil. Genau, der. Also. Mein Vieh macht den alleine platt. Ich sag dir das, dein Roboter ist der geilste überhaupt. Oh, ich bin wieder tot. Ich wollte den Sergeant retten. Ja, warte, Revano. Ich rette niemals einen Toten. Oh, vielen Dank, danke. Boah. Der Dumme ist halt, dass ich mit so wenig Lebensenergie wieder zurückkomme und einen Pups und dann war es das. Aua? Von wo werde ich denn angeschossen? Warte. Ich komme. Oh, fuck! Boah. Ich kann von dir schießen. Der hat die Grillparty hat er angemacht, der Junge. Richtig. Boah, der Barbecue gestartet hier. Oh, heiß, tot. Also, okay. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich geh mal hier rein. Ja, du, aber ich muss jetzt erstmal hier, scheiße. Genau. Was ist scheiße? Dankeschön. Ich hab den Onkel gerettet. Jetzt hol rette schnell den Gabax. Den Gabax schnell retten. Warte, ich glaube, ich krieg's auch so hin, jo. Okay. Ja, ich hab jemanden getötet. Oh, du bist ein ganz wilder. Boah, fuck, mein Schild ist gleich leer. Was? Ich kann den Roboter gleich nochmal holen, dann kann ich ihn wieder ablenken, den Boss. Der hat einen Helm auf, voll geil. Wo ist denn der Boss? Sammel mal Geld aus. Ich bin tot, ich brauch Hilfe. Ja, ich komme. Wurde geknuspert. Alter, boah, fuck. Knuspert. Die Viecher, die schmeißen hier ständig irgendwelche Granaten. Yo, was ist jetzt passiert? Lol. Ich bin tot. Warum? Keine Ahnung, ich konnte dich nicht mehr retten. Alter, ich bin wieder im Stargate. SG1 Team. Alter, diese 60 FPS Grafik ist mega. Sofort tot, wenn hier rumsteht. Ach so Scheiße, lass mich den töten. Alter, der ist ja ganz wilden, oder? So ein Klick, okay, ich treffe nix. Ja, Revano schießt von hier. Oh. Revano, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Nein, ich bin tot. Oh, ich hab den gerade noch so können in meiner ultimativen Weg ist hoch. Das wollte ich gerade machen. Okay. Na, ich glaube, wir haben die gleiche Idee. Ja. Oh nein! Immer drauf, Leute, Captain Flint. Alter. Der brennt sogar selber, wenn wir den ins Feuer locken. Der absorbiert Claptrap, der macht wieder los hier. Meine Fresse. Ich bin hier nur an den Claim killen, weil die mich sofort wieder umhauen. Ich bin wieder getötet worden und jetzt bin ich gerade wieder wie Stargate. Ich werde jetzt den Boss hier mal ziemlich plätten. Ja, haut einen Mega-Roboter raus. Ja, der macht gerade schon. Der regelt. Mega-Warrior. War gut, dass man hier unendlich sprinten kann. Ey, wo zum Teufel bin ich? Immer schön einen Headshot. Tut. Worauf schlägt der eigentlich?
Ich weiß nicht, auf was der drauf prügelt hier. Ich bin irgendwo ganz woanders ausgekommen. Ach, du auch? Ach, du warst auch unten. Yo, Onkel, hey, yo. Sind wir schon weiter in der nächsten Mission? So, oder? Und ich hab ihn. Komm, ein Schlag noch, komm. Weil da hinten nämlich Gegner sind, deswegen wundere ich mich gerade. Ja, du bist aber, glaube ich, zur falschen Seite gerannt. Stirb. Ja, du bist zur falschen Seite gerannt, Roman. Jetzt hab ich ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab sehr ihn. Sehr schön. Ich hab eine Feuerwaffe gefunden. Alles ja, klar. Habt ihr jetzt den Boss gekillt oder was? Ja, ich hab ihn gerade getötet. Was? Ja. Wir haben nix, wir haben keine Erfahrung bekommen, ne? Schön, das hab ich bekommen. Was ist sonst wo? Hä? Ja, der war hier vorne, wo wir reingesprungen sind. Ja, nix dafür, wenn ihr da nicht seid. Ja, wir sind gespawnt, aber ganz anders. Was? Fuck, ich brenne. Ach, fick Mega dich! Essen. Warum steht da Ding? Oh, ich hau jetzt ab hier, ich werde jetzt zum Werwolf hier. Ich töte alle, ich raste aus. Bist du da ein Feinde? Headshot. Ja, die greifen mich alle an hier, die ganze Familie von denen. Eckbart, Hockey. Hey, wo seid ihr? Komm alle. Robert. 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 So, jetzt Norbert, hier alle, Loppy, Eddie, Carsten. Nobby. Karl, Felix. Kevin. Linze. Knut. Muggel. Gerald. Gerald von Riva. Konstanze. Konstanze. Ja, genau. Boah, Alter, wir müssen den Gerald. Ja, Hertha. Ihr müsst mal, Leute, ihr müsst mal warten. Wir sind ganz unten rausgekommen. Rudi, ganz unten. Ja, ja, wir haben schon alles geklärt hier. Und auch wir chillen gerade. Und suchen uns gerade den Loot aus. Wann ist das, das? Ist das eine Scheiße hier? Ich nehme mal, was ist das für eine Waffe? Oh, die ist gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir mal die. So, das ist Shotgun. Oh, Schuss. Wann sehe ich denn das, ob das Schrotflinte ist oder nicht? Das sieht man also hier, die hier, die zwei. Hat das ein schönes MG dabei? Schrotflinte. Da oben, das ist Dingsbums-Gewehr, Munition. Habt ihr ein schönes MG dabei? Nein, das sind Pistolen. Wieso sind denn hier nirgendwo MGs dabei? Das ist doch scheiße, ey. Wie ist man denn die scheiß Schrotflinten und so Kack? Brach Borderlands. Eine Pistole. Eine Pistole. Genau, Schrott. Was hab ich denn für ein schönes? Achso, ein Skillpunkt kann ich hier verteilen. Schon wieder? Ja. Ach, das nervt also, mich, echt. Ich will immer eine schöne Waffe haben. So kann man auch einen ausschalten, ne? Indem man den einfach am Anfang auch alles des Spiels portet. Wir haben alles weggenommen, alles weggeräumt hier. Ja, ich weiß, das so sind die Nummer. Ne, was? Das ist, so sind alles sie. Alles weggeräumt. Mhm. Die Kackpistolen haben sie liegen lassen. Das sind nur Pistolen. Da war nichts anderes. Ja, guck mal, hier ist ein Shotgun und du hast das und das. Ich hab eine Pistole in der Hand, guck doch. Jo, Alter, Pistole, Alter. Kein Problem, ich hab ja meinen Granatwerfer. Ich will den auch gar nicht. Alter, was hab ich denn hier für eine Hightech-Pistole? Warum? Mit Visier. Ey, ihr beiden, wartet mal. Wir sollen jetzt das Boot zur See lassen, ne? Lass das Boot zur See. Wo ist denn der Loot von dem komischen Biggie? Ja. Du mich verarschen, Rivano. Ja, ich hab mein BMW da nicht angezeigt. Hab ich nur, weil sie alles eingesammelt haben. Ne, jetzt hab ich ein Level. Level. Ich hab einen Skinpunkt. Nee. Also ich bin nicht aufgestellt. Ach doch. Wo könnten. Update. Aber jetzt ein Skillpunkt? Wo kann man jetzt. Warum? Ey Leute, ihr müsst mal mit dem ganzen Scheiß mal warten, bis wir alle da sind. Weil ich kann jetzt hier gar nichts auswählen. An Belohnungen. Das kommt auch noch. Keine Belohnung. Ich konnte nur da so ein Ding auswählen, dass wir jetzt die Quest erfüllt haben. Naja, und da kannst du eine Belohnung unten auswählen. Nee, konnte ich nicht. Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe auch keine. Du lügst. So, soll ich mal auf Reise? Ich lüge. Aber weißt du, was ich jetzt geholt habe, liebe Freunde? Ich habe jetzt, wenn ich sterbe, werfe ich noch eine Granate ab. Cool. Automatisch, damit gut, dann kriege ich nochmal doppelte Erfahrung. E. In 3, 2, 1. Muss ich auch drücken? Also nee, geht für alle, okay. Boah, die Bimus hoch. Guck mal die Waffe da. Ach, scheiße, ich hab gar keine. Hat jemand einen Timer an? Ja, ja natürlich. Gut, okay. 10 Minuten haben wir schon. Reise, Reise. Halt, was? Aua. Treib mich an. Sei nicht so wild.
Das Auto. Ja, war klar. Ich sehe dich auch. Boah, nett. Geil, ey. Da ist sie wieder. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catcher-Ride. Alter, die verzieht nicht mal ihren Mundwinkel, ne? Die könnte auf jeden Fall pokern, könnt ihr gut spielen. Also. Ich glaube, die macht das alles per Gedankenkontrolle. Ja. Empathie oder so. Bei mir hat die gesagt, ich bin ein hübscher Psycho. Hat sie das euch auch geflüstert? Ja. Ich bin eine ganz hübsche. Die Warnung, die Tochter, die Warnung steht auf Pandemie. Ja, ich muss sie befreien aus ihrem Schutzschildgenerator. Oder wenn wir dann Tauziehen machen in der Stadt. Ohne Tau. Komm schon, Schatz, komm schon. Ich zieh doch schon am Lasso. Die Wanne wird immer höher. Alter, wie ich die ganze Explosionsmunition habe hier. Boah, das ist so schön. Boah, das Spiel macht mir echt Spaß. Danke, dass wir zocken, ja. Das ist echt ein geiles Ding. Ja, mit dem Rollenspielmodus und Ballern. Ey, ich stehe auf deinen Riesenroboter, der gefällt. Also ich habe dieses Borderlands 2 ja schon sehr lange. Ne? Es rottet bei mir, glaube ich, schon seit 2 Jahren in der Steam-Liste. Hast du nur auf uns gewartet? Da hinten haben wir Geschäfte. Nee, ich hatte bis jetzt noch keinen, der es spielen wollte, beziehungsweise die Leute, die es gespielt haben bei mir, die ich kenne. Nicht das, die sind schon viel zu weit, die hatten keine Lust dann auf mich zu warten und so, weißt du? Noch nicht diesen Apparat machen. Noch nicht drücken. Probier's aus. Was? Ich hab auch nur gewartet, dass ich mit Onkel zocken kann. Oh, neues Schild ist hier. Ich hab übrigens eine Schrotflinte gefunden. Willst du die vielleicht haben, Onkel? Wie heißt die? Wie heißt die? Ja, klar, nehm sie, komm. Ja, nimm einfach. Mm. So, und zwar, das schöne Ding, wie kann ich denn die rüberziehen? Niemand wird mich besiegen. Die gut? Keine Ahnung. Die besser als deine? Kann man sehen. Ich habe mal eine Frage, liebe Leute. Hier kann man ja Schilde kaufen, ne? Ja. Die ist gut. Ja? Oh, die ist gut. Ja, kann ich gar nicht kaufen, weil ich voll bin. Schon gesagt, oh, die ist gut. Ach nee, die ist gar nicht so gut. Was denn noch? Verdammt. Ja, ich dachte, die ist besser. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Boah, Elf, ey, was ist das für ein Scheiß? Die ist besser als mein Granatwerfer. Was ist denn hier los? Warte mal, ich guck grad nicht durch. Ja, mein Granatwerfer. Du musst aber drüber gehen und gucken. Ja, ist besser als mein Granatwerfer. Kann ich Granatwerfer verkaufen? Tschüss. Ja, läuft. Oh, warte, was war das? Oh, cute Schild. Leute, ich habe eine Frage. Wie benutzt ihr denn die Scheiße? Ja, genau. Ich kann das Schutzschild zwar reinziehen, muss ich dafür aber dann noch eine Taste drücken oder ist das automatisch? Du hast doch unten links. 100, ja, ich bin eingesperrt, lass mich raus! Und das blaue ist. Ein Fahrzeug für dich generieren. Probier es aus. Achso. Und das blaue ist halt. Ach, das fühlt sich dann automatisch an. Draufdrücken. Ja. Ah, jetzt. Okay. Ja, ich bin jetzt bei 117. Cool. Gut. Ich will töten. Okay, dann mach mal hier rein. Jo. Wo rein? Warte, wir konnten wir nicht hier irgendwie ein Fahrzeug spawnen? Ja, aber da müssen wir erstmal. Dafür müssen wir erstmal wieder töten. Leute, töten! Oh, leck mich am Arsch, meine Munition! Alter! Die Schrotmunition explodiert! Ja, und sie tötet dich dabei aber nicht. Hä? Hallo, Scrapjack! Das fand ich ja jetzt gerade sinnlos, die Aussage. Tötet dich ja nicht. Hä? Warum soll die mich töten? Macht für dich Munition erst Sinn, wenn sie dich selber tötet? Hä? Was hast du gerade gesagt? Liebe Kinder, ihr müsst nicht verstehen. Die beiden sind ein bisschen verwirrt. Ich habe gesagt, ich habe Schrot mit Munition, die explodiert. Und hast du drauf gesagt? Was hat er gesagt? Die tötet dich nicht. Die tötet mich nicht, hä? Warum soll die mich töten? Warum sollte die dich töten? Hast du doch gesagt!
Habt ihr wieder den Knopf ausgemacht, dass ihr euch nicht reden hört? Doch gar nicht. Wie bei Imperium. Ich hab auch Explosionsmunition, die verletzt mich nicht. Keine Ahnung, was du falsch machst. Hä? Was soll ich denn falsch machen? Ich würde sagen, wir fangen mal ganz gerade an. Du hast doch gerade gesagt, du verletzt dich durch deine eigene Munition, nein, die auf dem Boden explodiert. Ich habe gesagt, geil, ich habe hier Explosionsmunition. Und da sagst du, die tötet dich aber nicht. Das war auch sinnlos. Ja. Wollte ich dir nur sagen. Sasi, weißt du, was ich immer mitmachen mit den beiden? Es hört sich so an, als ob du dadurch gestorben wärst und dich darüber aufgeregt hättest. Was? Ich sag, weißt du, was ich immer durchmache mit den beiden hier? Ja, aber der Sergeant, der ist auch ein ganz ruhiger gerade. Der hier sind Pistolen, nicht. Könnt ihr verkaufen vorne. Ja. Verklauen. Ah, wir stellen uns beim Kriegen. Was? Wir stören uns beim Kriegen. Wie sie stören beim Kriegen, hab ich gesagt. Aber fast. Oh, wir müssen mal. Ah, da war wieder Moment, meine. Moment. Achtung, Moment, sie Moment, redet. Moment. Ja, Onkel. Ja, ich hab jetzt nicht verstanden, was sie gesagt hat. Die hat gar nichts gesagt. Er ist schon vorne und, er ist hier vorne und macht ja schon. Ich muss schon. Ey, die grinst so. Ja, die lächelt ja förmlich. Und jetzt? Ach, ein anderes Spieler benutzt gerade den Spawn, okay? Ich glaube, wir brauchen sowieso zwei Fahrzeuge. Ja. Kann ich da nicht mit rein? Ja, ich bin der Schütze. Sergeant, fahr bitte ordentlich. Ja, die Lenkung ist ein bisschen komisch. Lass einmal Alter, den Sergeant an die Steuerung. Bitte! Wer fährt mit mir? Ja, warte, ich fahr sofort, ich muss was verkaufen. Hör auf zu schießen, Rivano. Wir haben unendlich Munition. Ich weiß. Alter, das ist extrem laut. Ich kann aber nicht mehr anders. Gib den Revano eine Knarre, ich bin Psycho. So, Onkel, dann spawn was. Soll ich fahren oder? Oh, ich bin schon drin. Mir ist egal, ich fahr. Warte mal auf die beiden. Dann hör auf zu schießen. Kann man auch umschalten auf andere weiter. Waffe oder? Ich schieß doch gar nicht. Ja, super. Jetzt zeigen wir Sergeant, du kannst ja doch noch besser fahren. Dann gibt's ja wohl Turbo. Du musst mit Maus steuern, ne? Ich hab schon gemerkt, das ist sehr assi. Ja. Kenn ich noch aus dem ersten Teil. Kannst du besser steuern, so ein Ding? Mit Maus? Ja, ja. Okay, dann geh du. Kennt das aus dem ersten Teil noch? Das wird wahrscheinlich oh Mann, Mädels, seid ihr zu weit? Ich halt die Kette. So, wo müssen wir denn lang? Hier, ne? Ja, und jetzt gehst du wieder runter. Du musst runterspringen von der Klippe. Ja, super, jetzt können wir da hinten drin. Ja, Link, der hat ja nicht genug Turbo. Wie aktiviere ich denn den Turbo? Mit Großschreib. Mit was? Großschreib. Schiff. Umschalten? Ne, hat nicht funktioniert. Großschreib. Und er drückt Schiff. Großschreib. Keine Sorge, liebe Leute, wir werden diesen Part heute noch schaffen, dass wir hier nicht über die Großschreib Brücke funktioniert aber nicht. Funktioniert auch nicht. Das funktioniert nur bei ihm. Aber ich guck mal in die Steuerung. Nicht. Das funktioniert. Ich guck mal für dich in die Steuerung. Ja, Tastenzuweisung, okay. Das funktioniert nicht, das nicht. Fahrzeughube, Waffen, Abfall. Oh, das ist auch okay. Auch nicht, X nicht, Y nicht. Dirty below. Hier, F. Ach, F. Ja, das ist tolles Großschreiben. Warte, lass mal ziehen. Ja, jetzt. Okay, ich hab's, glaube ich, verstanden, okay. Ja, ich kann so, wenn du so schnell fährst, kann ich nicht zielen. Mein kleiner Freund. Okay. Hey, Alter, da sind sie! Geht das auch wieder aus? Geht das auch wieder aus? Oh mein Gott. Alter, ist das laut! Ja, heilige rastet Scheiße. Mein Computer voll aus. Und der Sergeant, der ist übelste Autoscooterfahrer. Die Steuerung hat sich aber ganz schön. Also, die ist scheiße. Boah, die ist gehalten, so aber übel aus. Also beim ersten Teil war die besser. Ich überfahr die einfach. Schieß die ganze Zeit nach hinten, das ist ja das Geile. Komm mal wieder rein, wir müssen denen helfen. Boom. Die kommt doch dran. Alter, jedes Mal fährt man über die rüber. Ist das. Jumpt. Wo geht's Herausforderung, wenn wir die töten.
Oh, er hängt fest. Onkel hinterher. Willst du denn überhaupt lang? Bam, 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 bada, bada. Oben sind Vögel, kannst du dir mal. Ja. Ich hab keine MG, ich hab keinen scheiß Raketen. Ach, ich kann auch schießen, bitte. Ja, das ist für Flak, nicht für die Raketen. Also nächstes Mal macht ihr den Raketenwerfer aus. Ja, jetzt mal wieder normal. Und normal laut. Ja, aber das ist doch normal, dass ich irgendwas schießen muss. Ich kann jetzt nicht schießen. So, du stellst kurz die alles Steuerung ziemlich laut zu machen. Steuerung leise. Ja, du gehst auf Escape und machst kurz die Sound-Dinger. Was gehst du da jedes Mal? Ja, dann lass doch so. Ey, wenn du schießt, müsst ihr lauter reden. Ist doch okay, ist doch realistisch. Ja, ja, Mann. Wenn man cool ist, muss man auch schreien. Hier geht's lang oder wo? Wo muss man schreien? In der Kirche? Im Krieg! Ja. Ganz laut. Krieg! Der Kirche. Mega übel. In der Bibliothek. Mega Bibliothek. Ja, am Friedhof. Die Bibliothek. Ja. Wow, geil! Nein, 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 nein! Scheiße, scheiße! War das Absicht, Sascha? Fuck! Jo. Ich bin runtergefallen. Okay. Wo sind wir jetzt? Ach, guck mal, wir sind jetzt weiter als die anderen. Wir haben Vorsprung, so. Nee, wir sind richtig. Die sind falsch. Du musst mal auffüllen hier und so. Oh, ist ein Boss. Ein Ammo-Shop. Okay, den nächsten Auto. Da hinten müssen wir hin. Dann müssen wir uns jetzt schnell nochmal ein Auto holen, dann müssen wir da hinfahren und dann können wir eigentlich den Part auch schon beenden. So, Fahrzeug transportieren. Respawn. Ja, mach Dings, nein, mach Dings, tu den Raketenwerfer raus. Ah, ja. Kann ich das machen? Lass mich mal an, ich mach's. Hast du unten. Achso, da. Ja. Ja. Fahrzeug 2 oder Respawn? Nee, Fahrzeug 2. Oh. Oh, ihr könnt bei uns respawnen. Bis ich die Crimson Raiders gründete. Dann weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Zum Fahrzeug teleportieren? Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary, dann bist du einer der Raiders. Ich bin tot, ich brauche Hilfe. Hä? Deswegen? Ein Monster. Oh, bleib mal stehen, bitte. Ein bisschen nach vorne? Ich bleib stehen. Könnt ihr mich wiederbeleben, schnell? Danke. Ich werfe mal noch eine Granate, das ist geil. Eure Knarre ist übelst laut. Nein. Kann mich einer wiederbeleben? Hör mal auf zu schießen. Danke. Ihr hört doch. Die ist übelst laut. Meine ist nicht so laut. Lol, ich hab beim Wiederbeleben eine Waffe aufgehoben. Zwei gute Dinge auf einmal. Ja. Oh, was ist denn das? Kisten, ich will Geld und Munition. Die andere ist besser. Hä? Hä? Ja, Leute, haben wir denn hier einen Speicherpunkt? Ja, direkt an der Tür da hinten. Ja, dann speichern wir doch jetzt. An the door, wo denn? Da, ach, da, da. Ja, dann da. Speichern wir und beenden den Part, würde ich sagen. Weil es ist jetzt schon wieder Captain. Fertig hier. Was ist das denn tolles? Ne, da tun wir jetzt nicht auf die Sprechanlage. Da willst du jetzt einfach das Audio stehen bleiben, oder? Ja, klar. Die verschwinden ja nicht. Und wenn, dann können wir sie wieder spawnen. Ich hab die MG-Waffe. Oh, ich hab's mal eingepackt. Speichere ich denn jetzt? Hallo, speichern. Ja, das geht automatisch. Wir brauchen nur, wenn wir jetzt ausgehen, kommen wir hier wieder hin. Och, Onkel. Das ist gespeichert. So, seid ihr alle da? Gespeichert. Seid ihr alle da? Ja. Onkel, mach Ende. Ich hab mein Auto eingepackt. Ja, Ende. Ende im Gelände, Onkel. Ja, liebe Freunde, Salz und Müller geht mir gerade noch einen Sack hier! Ja, da bin ich. Ich hab geschossen. Achso. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, schaut doch mal bei allen vorbei. Bei Gabax, bei Sarge Müller und bei Revano. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr bei denen rum euch treibt, dann könnt ihr ja mal bei Gamerscheck.at vorbeischauen. Und wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ja, eine schöne Woche. Und ciao. Ciao. Tschaußen. Herr Übel.